Digga, was willst du denn hier, Mann? Ich gehe extra 30 Minuten weiter weg, um Sport zu machen, dir aus dem Weg zu gehen und deine dreckige Stimme nicht zu hören. Digga, es ist ja okay, dass du meine Stimme scheiße findest, Digga. Ich gehe extra 30 Minuten weg, um deine scheiß Fresse nicht zu sehen, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, dich jeden Tag zu sehen. Warum gehst du ausgerechnet dahin, wo ich bin? Junge, sag du mir, warum du hier hingehst. Ganz ehrlich, ich habe zwar jetzt schon Sport gemacht, ich nehme dich trotzdem noch auseinander, ne? Du nimmst dich auseinander. Ich gehe doch gerade extra dir aus dem Weg, um nicht mit dir Sport zu machen. Ja, aber deswegen machen wir jetzt gegeneinander Sport, Kollege. Let's go, Digga. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Engelhardt-Brüdern. Freunde, wie ihr im Intro gesehen habt, ist dieses Video etwas anders als unsere anderen Videos. Wir sind hier gerade auf einer grünen Wiese und haben Bock, uns erstmal ein bisschen zu challengen. Diesmal nicht mit Essen, sondern mit so kleinen Fitness-Challenges. Was heißt mit kleinen Fitness-Challenges, Bro? Das wird schon eine geile, fette Demütigung für Arthur. Und zwar werden wir uns in 3 bis 5 Disziplinen messen. Und dieses Video ist nämlich in Kooperation mit Universal. Hobbs vs. Shaw kommt morgen nämlich auf Blu-ray raus. Ganz genau. Und wir machen heute so... Ja, nicht im gleichen Stil, aber die beiden im Film, Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham, sind hier auch so ein bisschen, sag ich mal, eher gegeneinander, deswegen... Ja, eher miteinander, aber irgendwie... Ja, so ein bisschen wie bei uns, das ist so, dass man, kann man sich ja, ein bisschen identifizieren und deswegen haben wir gedacht, wir machen das Ganze. Das Geile an der Geschichte ist, wir haben 3 Blu-Rays zu verlosen und der Gewinner von uns wird diese 3 Blu-Rays auf Instagram verlosen. Deswegen schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei, damit ihr auch up to date seid. Aber komm, nicht zu lange labern, lass anfangen jetzt. Warum Blu-Ray und nicht Stream? Auf Blu-Ray habt ihr meist viel bessere Qualität, weil über Streaming geht viel verloren. Und deswegen nicht zu lange labern, ich nehme ihn jetzt erstmal auseinander. Ich nehme dich jetzt hops. Let's go. Alright, Freunde, erste Disziplin wird ganz basic sein. So, Freunde, an dieser Stelle melde ich mich mal direkt vor dem Schneiden bzw. vor meinem Laptop und ich merke gerade, dass der Ton durch diese Laubbläser einfach so katastrophal ist, aber das ist nur bei der ersten Übung. Tut uns auf jeden Fall leid. Aber wir haben da an diesem Park, das ist kein Witz, 3 Stunden lang gewartet und die Leute, die da gearbeitet haben mit diesen Laubbläsern, standen gefühlt gegenüber von sich und haben sich einfach angepustet mit den Blättern und haben dadurch einfach 3 Stunden gebraucht für eine Mini-Fläche, wo ich mir gedacht habe, alles klar, komplett Action. Auf jeden Fall ist die erste Übung eine Klimmzug-Challenge. Wer länger Klimmzüge schafft, beziehungsweise wer mehr Klimmzüge schafft, gewinnt. Ist eigentlich selbsterklärend. Und hier erzähle ich gerade, dass die Griffe so mega eingefroren waren, dass selbst das Festhalten für sich schon fast eine Challenge ist. Aber ich würde gar nicht sagen, wir labern hier zu viel mit dem Voice-Over, sondern lassen die Challenge beginnen. Runde 1, let's go! Warst du jetzt schon schlapp, ja, oder? Ich hab Muskelkater des Todes. Ey, der war ich rüber, ne? Der war jetzt schon nicht Digga, ich hab keinen mehr, ne? Massimo, gib ihm die rote Karte, Mann. Kannst du noch? Ja, natürlich. Ey, Digga, ich mach jetzt. Du lügst, du kannst auch nicht mehr. Ich kann noch 1000 Stück machen. Ey, das war's! Freunde, was ist das denn? Digga, mach noch zwei. Ich hab heftig Muskelkater. Noch ein. Das war auch schon gleich mehr so das viel. Das war mehr psychologisch. Ne? Mach mal noch 3. Wieso? Alles gut, Freunde. Erste Challenge geht an mich. Arthur hat sehr, sehr schnell schlapp gemacht. Ich bin schon ein bisschen. Ich bin schon traurig, dass das. Kann man das überhaupt noch Challenge Nein, nennen? Eigentlich nicht, Digga. Das kann man nicht mal mehr Challenge nennen. Sorry, dass sie das Challenge genannt haben, aber. Das war dezent lächerlich von mir. Was war das? Ich weiß nicht. Okay. Hey, das. Hä? Egal, ich weiß auch Willst nicht. Jetzt schon vielleicht aufgeben? War hier besser. Ich glaub, hier war es einfacher. Warte, guck mal. Marc, guck mal, hier ist glaube ich einfacher. Digga, hier ist heftig einfach. Hallo, nächste Challenge ist, wir haben hier über uns solche Stangen und wir versuchen, dass einer, also der Gewinner ist, der schneller hinten ankommt. Und wir machen das parallel, damit es ein bisschen spannender wird, weil hier ist nicht so viel Platz und. Will ich stört ein bisschen und mal gucken. Fertig. Go! Scheiße!
Okay, Freunde, das macht keinen Sinn, wir machen das Ganze. Ich würde sagen, per Stoppuhr. Ja, Digga, das wird. Wenn wir beide nebeneinander klettern, das geht nicht. Bist du bereit? Ja, komm. 1, 2, 3. Digga, das war richtig schlecht, ne? War echt schlecht? Das war richtig schlecht. Da hast du lappenmäßig auf. Das war richtig schlecht. Scheiße. Bei 3 habe ich angefangen und ich habe erst aufgehört, wo du beide die Hände dran hattest. Ja, okay. Das ist ein Schimpanzer, Alter. Scheiße. Ey, das geht nicht, ne? Ey, ich hab mich dann an den anderen. Ja! Ja! Digga, mit Schwung jetzt, komm! Oh, Junge! Guck mal, Digga, 21 hat mich ausgelacht! Ja, Digga, das war. Oh, du bist gesprintet davor, ne? Komplett? Oh, fuck! Aber Digga, das war Müll Warrior, Alter! Das war komplett schlecht am Ende, ne? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, das kam mir auf einmal vor, als auf 6 Meter. Aber so richtig stolz, so. Und dann kommst du in die letzte Stufe, so. Also, fuck, verkackt einfach. Aber das war, weil du vorher Übung hattest, ich nicht. Ach so, und das mit den Klimmzügen? War schon. Ja, den hast du noch nicht vorher gemacht, ne? Du trainierst keinen Rücken, Digga. So, Freunde, weiter geht's. Und zwar jetzt die Liegestütze. Jeder gegeneinander, wer mehr schafft. Und es geht gerade die 1 Million Liegestütze Challenge von Sascha Huber rum, sage ich mal. Da wird für einen guten Zweck gespendet. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon so eine Challenge machen, dann können wir das Ganze direkt mal unterstützen. Finden wir auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Aktion von dir, Sascha. Deswegen würde ich sagen, 1 Million Liegestütze. Mal gucken, wie viele wir schaffen. 2. Let's go. Trotzdem bin ich da nicht. Komm, ich den meisten Rabatt. Shit, man. Aber wir sind auf jeden Fall auch in der kriminellen Gegend, ne? Also, das seht ihr erstmal, was wir für euch machen, ne? Into the black hole. Was lässt du so? Du 28 muss machen. 39. 40. 41. 42. Digga, ich weiß auch nicht, ne? Alles zu heute. Ihr seht, Freunde, wenn es wirklich um die sportlichen Sachen geht, wo man ein bisschen Power braucht, hat er sofort am Ende. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir ein bisschen die Umgebung, damit du vielleicht doch ein bisschen mehr Chancen hast. Ey, Kollege, jetzt gesehen. Ich trainiere Hauptsache im Gym vernünftig, deswegen kann ich jetzt nicht so, ne? Nein, das Ding was ist. Was machst du dort im Training eigentlich? Das Ding ist, wenn du sitzt man da, bist an einem Handy, schreibst mit irgendwelchen Leuten oder so. So, ich sag euch mal was. Diese Sachen hier muss man mit Momentum machen, nicht mit Muskeln. Ja? Ja. Du hast keine Ahnung von sowas wie Muskelgefühl, das ist dein Problem, weißt du? Let's go. Was machst du denn jetzt im Auto? Nächste Challenge wird sein, wir werden jetzt von der Linie bis zu da hinten das Auto schieben und gucken, wer schneller ist. Uns dreht schon durch, aber. Ey, ihr gebt euch was aus, ne? Pizza. Wir drehen schon durch, weil wir einfach heute den ganzen Tag unterwegs sind, aber. So, Freunde, wie ihr wisst, führe ich 2-1. Sprich, wenn ich jetzt gewinne, wovon ich mal ausgehe, kleiner Mann. Dann habe ich schon gewonnen, dann ist die Challenge vorbei. Kleiner Mann, aber trotzdem größer. Ist nicht schlimm, es kommt dann aufs Herz. Dann musst du überlegen, wie groß du bist. Wenn ich ein kleiner Mann bin, dann bist du kleiner. Nee, aber über das Herz habe ich gerade. Wir haben hier die Linie, Freunde. Hier startet die ganze Geschichte. Und wir schieben bis da hinten. Willi, sag an! Auf die Plätze. Fertig. Los. Into the black hole. Sing for my soul. Schlecht einschätzen, 15,2 gut oder nicht? 15,2, aber ich. Warte. Nicht. Ja, Mann, geil. Ich bin gespannt, ob ich schneller bin. Boah, mein Herz ist gerade richtig schnell am Schlagen, ne? Fertig! Los!
geschummelt, der hat nicht geschummelt. Wie viel? Der hat am Ende geschubst, das zählt klar, nicht. Ja klar. Zählt das? Das Auto denn? Muss rüber. Was? Das Auto muss rüber, das war auf die Linie. Das war's komplett die wieder. Linie. Ja. So, Freunde. Ich hab's angesagt. Arte, es war keine Challenge für mich. Ich hab dich auch bei der zweiten extra gewinnen lassen. Damit sich zu. Ist das so? Ja, damit sich zu schnell endet. Ist das so? Aber kleiner Bruder, ist okay. Okay. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns irgendwo drin wieder. Es ist nämlich ziemlich kalt. So, Freunde, wieder zu Hause angekommen, haben wir euch ja versprochen, dass wir das Ganze verlosen werden. Und weil ich kein so schlechter Gewinner bin, werde danke, ich Arthur, Willi, danke. Überlasse ich dir eine zum oh, Verlosen. Danke, also, wenn ihr das Ding gewinnen wollt, dann schaut ihr am besten bei Arthur und bei mir vorbei. Wir verlosen das Ganze nämlich auf Instagram. Ja. Und wenn dieses Video online gekommen ist, beziehungsweise online kommt, ist parallel auch das Ganze auf Blu-ray online gekommen. Oh yes, Freunde. Was bei Blu-ray ist einfach der, ja, was ich daran so geil finde, ist oft, beim Streaming geht oft viel Qualität verloren. Also wenn ich das Ganze über Netflix oder... das gibt's nicht auf Netflix. Ja, also wenn, ich meine allgemein bei Filmen, wenn man über Netflix oder Amazon guckt, dann hat man oft einfach wegen dem Streaming nicht mehr die gleiche Qualität wie auf Blu-ray oder im Kino. Und deswegen fahre ich es bei manchen Filmen einfach auch ab und zu Blu-ray zu holen. Habe ich jetzt aber auch schon letztes Mal in meiner Story, glaube ich, erwähnt. Und ja, auf YouTube, glaube ich, auch. Ist komplett auf dem Film gerade, ja, mit seinem Blu-ray. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Sehr gerne, ja, bei Arthur vorbeigucken und mitmachen. Da gibt es einen zu gewinnen, bei mir gibt es zwei zu gewinnen. Ihr könnt ja, bei beiden das Ganze versuchen. Weiteres findet ihr dann auf unserem Instagram-Profil, wie man dort genau teilnimmt. Ich denke, das wären, ja, wären einfache Voraussetzungen. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und kommentieren, wie ihr so eine Challenge an sich überhaupt fandet. Habt ihr Bock auf mehr solche Fitness-Challenges oder allgemein so Nicht-Food-Challenges, wo Willi gegen mich antritt oder ich gegen Willi? Nächstes Mal werde ich natürlich auch dann nicht gewinnen lassen, so wie dieses Mal extra. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen spannender noch. Digga, ich habe dich doch extra gewinnen lassen bei einem Spiel, damit es spannend bleibt. Nein, nein. Ich habe dich bei drei Spielen gewinnen lassen, damit du denkst, dass du mich bei einem gewinnen lässt, weißt du? Hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, Digga, das haben wir schon gemacht. Ich einfach Peace, Freunde, haut haben rein. Haben wir schon gemacht? Ciao, ciao, ciao.